Welcome to unsere Plattdeutsche Klingestunde über Radio Debré in Elmer, Ontario. Hallo Kinga, hier begrüßt Sie Frau Maria. Von der will ich Ihnen eine ganz neue Geschichte anfangen zu vertellen. Die handelt sich von Josh, ein Natterwesenjung. Und ich will Ihnen die verlesen über das Buch »Der Jung mit dem Cowboy Hoot«. Diese Geschichte ist auf Hochdeutsch geschrieben, aber ich will ihn auf Plattdeutsch vertellen. Josh, seine Mama starb, als er noch mal ganz klein war, und seine Papa kam ein paar Jahre später bei einem Anfall, ein Accident, zu Tod. Und so kam der Josh nur ein Kinderheim, in Pembroke. Die Tante, die diese Geschichte geschrieben hat, sagt, sie wird für ihn alle beten. Und die Tante heute, Heidi Ulrich. Heidi Ulrich schafft in einer Apotheke. In die Geschichten für die Kinder schrift sie Bion. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn seine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und hier fängt die Geschichte an von Josh, der Jung mit dem Cowboy-Hut. Erst wird wie in dieser Nacht ganz anders als das. Am Mond konnte nicht liegen. Der trug Jesus immer, seinen Weg um Himmel der Läng. Und nun stund der Messkrieg rund über der Aule Schien ab den Morris-Eiver. Der Mondeschien fall ab ein Wittje vor das Haus, ganz eng bei dessen Eiver. Und auch ab den Garten wird du verwirrt. Und auch ab die zwei Bäume wurde besied am Haus, dich beim Tünstunden. An dit Haus wohnten die Wesentjinger von Pembroke und auch von der Umgehend. Dort sah krach so friedlich aus als jede Nacht. Die Fenster von den Schlupfstuben wären alle Tau geschlossen. Aber wach mal, krach hier lag der Fehler. Die Fenster von den Schlupfstuben wären nicht alle Tau geschlossen. Am bubischen Stock ganz an der rechten Seite, da stund ein Fenster ganz klein bisschen up. Und nun ging dort noch ein Bett wieder up. Ganz vorsichtig wird dort von Ben upgeschoben, da dort Knurren vom Fenster bloß ganz still zu hören wir. Und dann stürk ein Jung seinen Kopf über dort upne Fenster. Er klottert ab dort Fensterbrat. Er kickt rechts und links. Aber keiner wird dort zu sein. Der Jung kickt schwind noch einmal drei an den Stufen hin. Dort wird alle ruhig und still in dieser Bahn. Hör hier den Odem von seinem Freund, wo zu schleipen. Lut schein gun, sagt des Jung zu seinem Freund. Und sie dort auch nicht hören, sie schleipen dir. Aber hei will doch erst wo zum Aufscheid sein. Dort gehört je sich doch so. Morgen tätig Samarius, dann würden Sam und Jake dort all morgen dort sein badladig wir. Und dann würden sie dort Miss Webster sein. Und da würde sich bestimmt ganz fürchterlich abreden. Und erjes wo deut einem dort ein bit leid, würd je einfach nicht angenehm sein, wann ein Jung de bloß einfach mal verschwunk uit dem Wesenhüs. Und endlich will je heißes Josh auch gleich uitstehen. Aber selbst die Dinge nu mal wirn, bleif am nusch undret ewrig. Hei musst doch bloß tun. Und du wein hod je hei Miss Webster auch ein Briefje geschrieben, wo hei alles ben vertalt hod. Und morgen tätig Samarius, dann würde hei hoffentlich auch weit genug weich sein, dort am keiner fingen wird. Nicht Miss Webster, und noch kein anderer uit Pembroke. Und ganz bestimmt auch nicht Mr. Deer. Wein den Rand je hei krack weich. Ganz vorsichtig recht Josh sich ab das Fensterbrat ab. Mit der Hänge sacht er ne der Rehen ran. Und ab der Rehen ran, du wird heute dann ne Ungen rutschen. Du wirst bloß eine Schwierigkeit. Und dort wird das Fenster von Miss Webster.
Dis een rande jing te gons dich bij Miss Webster je venster verbi. En Miss Webster de waakt emme van het klans de je reis op. Jake zei de kun morach am sloep hiern wat ook groos was. Behoedsam rutscht Josh en cleanet engse wieder. Krak en dissen moment hier hij, wo Miss Webster omfunk te hosten. Hij verveert zich zo zeer, hij hield zich gans vast aan de reen eraan. Miss Webster de host alwara. Nu zat ze zich door een baar doel. En dan kon Josh hiern, wo ze met haar boef te feit op de vloer, num venster kwam. Nee, dacht Josh. Bitte, bitte nicht! Miss Webster mögt das Fenster up und checkt rüt, am frische Luft zu nehmen. Wenn sie ihren Kopf bloß würden mit links drehen und noch ein bisschen herkicken, dann wie Josh seine Flucht vorbei, euer der Verhebsreich angefangen hat. Dann wird Josh morgen uit das Wesenhuis rüt machen. Nur Omtje dir, willst du Omtje wohl am adoptieren? Aber krieg dort wohl je Josh nicht. Sehen hat je dort klappert über Säue, hei wird so abgerecht. Und hei dreckt sich noch Foster an der Rehen ran. Sein Rucksack wie so schwur dort trock am Jerusalem ein. Und der Bond und sein Cowboyhaut, der Kittel am so Säue am Hals. Und kriegt in den Moment, dass Josh dachte, hei kann sich nicht länger vorstellen du an der Rehen ran. Dann hielt Miss Webster ab te hosten und sie mögt das Fenster tau. Sie ging drin im Baden, lädt sich war a duel. Centimeter für Centimeter rutscht Josh wieder ne Ungen. Aus hier spart der Regentantheim, hupst er ab dort wege großen ab. Hei stund ein paar Sekunden ganz still, und hei horcht an die Dunkelheit nen, aber du wirst nichts zu hören. Boaf trant hij even ook groos, nu de schmakke boem, wat hij aan me zoveel gerekend had, wat op hem tuin stonden. Want de wind zo der geblera pust, dan hield zich aan dat zus van de blera onjeren onder vertaalden. Hij blijf een klein basse stoen, en strekt een beet zo even de witte boemstam. Loet schoen goen, zei hij stel, over deze boemstam hielden je aan nog weinig als zijn vriend, wat de band schleipen. Hij klodert even den tuin, en onzicht nog eenmaal om te kicken, rand hij op een weg, num rief op touw. Josh Campbell zien de backsen lampen hoog, en hij ging terug tot woede. Hij had niet omzonst de Indiana-beke geleest. Keiner wird nu weten wo hij gebleven wie, wann hij is terug den Riefer gegoen wie. Keiner wird weten wone Richtung hij genomen had. De steine en de glad wären glitschig en spätz. Tweimal wie hij meskrak han gerutscht. Versächtig, hammer je schmatte feit feilen wirot du wie, ging er wieder durch das Wutter. Und aus der Riefer erst ein bisschen Behen deut, in dem Süden han, dann ging Josh nicht der Kont. Und er stoppt ihm ab die Steine ab, bat er bei den Weich käum. Ab die Steine würden seine Note Fautspuren schwind drehen, und hier ab den Pfosten hohen Weich, da wird keiner kein sein, dort heute gegangen wir. Josh fung an zu ran. Seine Feit wären eiskalt, nu dem hei so lang am Wute gewast wir. En überhaupt, dort wir so anheimlich, wann einer de Nacht derchen Welt ging. Wann dort so dunkel wir, dann sahen de Bäume, wo de alle wehen rumstünden, nu Riesen. Aber dort wir nicht so ne Riesen, wo am beschützen würden. Nee, Josh fall sich ein Tiet ewer so dort irgendwer am Hingeron ran. Ein Mann. Ein Mann mit einem geräumten Warnung, krag so aus umte dir. Aber erjes, wo wird dir die Welt auch noch mal weiter abhören? Und ab einmal wird Josh bat ne Wes. Doch groß hat all Geld gewassen. Bald wurden die Forma mit ihrer Heerarend anfangen. Josh ging ab den kleinen Stich, wo durch die Wesen ging.
in Belchheimhei bei der Jratregos. En hier fang seine Reise an, weit von dat kleine Stadtje Pembroke weich, weich von dat Wesenhuis, en weich, ganz weit weich von Mr. Deer. Hei ging nem Osten ab tau. Emma wieder schrie Josh. Bat de Himmel sich ich auf fung bet te verklären, dat fung du oing bet so fleisch vor wichen Rautil te looten. Bald wo dat Dach sein. In de Forma wurden bald an ihre Stallings nen goen, en looten noch ab a Flecker. En wo wo dat am Waisenhuis uit looten. Dat erste wurden Miss Webster abstoen, en dann wurden sie de andere Kinge abwarten. Und Sam und Jake, die würden dort morgen, dort heu nicht du wir. Und Mr. Deer, der würde auch bald abstoen. Und dann würde sie denken, dort heu von der muss nem Waisenhuis fahren, um sich den Jung aufzuholen. Der Jung wollte Josh heut. Aber wieder will Josh leider nicht denken. Heu konnte gleich mal gescheit denken, heu wir so grülich meid. Bitte wieder auf vom Weich? Du wir ein dichte Bescher. Josh ging ganz langsam du Hahn. Hei kraub on ein Busch. In leit seinen Rucksack besied am abiert fallen. Nur in paar Sekunden, wir hei auch auf fast angeschlugen. Dort wir ganz dach aus Josh abweigt. Ganz verwirrt tickt hei am sich. Everall wirn du bloß Ast am Bläder. Wo wir hei verhebt. In an fall am dort war er bi. Oh jo. Dacht hei, ek sie je hinge wehjes. Hei reuf sich de Uhren, en an fuhr er sich mit Bett heng durch sein dichtet brünet Hoa, en muss je schäd hau jun, hei wir noch einmal so moid. Versächtig recht hei sich ab, en tickt, wo de Sonnstund so gut aus hei dort durch den Bosch kun. De Sonnstund all nicht mehr ganz buven, also muss dat all nu mehrach sein. Wann er hat er verhebt das letzte Mal gejeten? Seine Mäu, der knurrt all. Dort muss doch so lang sein, wo er nicht gejeten hat. Josh kroop von unja den Busch fair. In de warme, numerach Sonn, de schein ab de Wesen und ab de Flecke rundum. Du wirn winkst so über 100 Schirken, wat sie kehren läuten, in 2 Sommerfeil, wat so derche klare Luft flühen. Josh streckt seine Armen Bein uit. Hei fällt sich ganz stief. Stu unja dem Bosch wäre nicht so ermaglich gewast. Hei kick sich ram, aber wir wieten bereit kein Mensch zu sein. Hei saad sich du am Großstuhl und mög seinen Rucksack up. Du wie ein Hamben, wat hei sich da nu antrag, und wir noch seine Schau und paar Stramp, und an auch ein schwartet, verlesenet Büch, dort wie die Bibel, wat einmal seine Mama ihre Bibel gewast wir. In der Bibel dort wir sehen einzig andenken an seine Mama. Und dann werden wir noch ein paar Schnitt Brot und 3 Apfel und dann noch ein bisschen Chocolates und eine Buddel mit Wutter. Josh eit busig eine Schnitt Brot ab, am Hunger je so säuer. Und dann trunk er noch Wutter durch Tau. Er fällt sich noch nicht sot, aber seine Mäu der knurrt ein wenigst nicht mehr so säuer. Hei wuch sich du nicht am Tisch bezieren, in de Jähn te besäun. Hei hat Angst, ihr wer wird am ab einmal fingen. Hei lädt sich du dich bei dem Bosch, war er duel, am Gross, in lädt sie'n Cowboy-Haut über die Uhren. In so stort schleip er du, war er meskrag an im Sonnenschein. Das so wie die Geschichte, und wenn die wollen weiten, wo diese Geschichte wieder geht, dann schaut nächste Mal Wara an. Dann vertale ich Junte wieder. Alle eure Sorgen, alle eure Sorgen, werft auf ihn, denn er sorgt für uns.